Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Oliver Ereni und heute habe ich eine spannende Reise für dich. Wir machen weiter bei den Körperreisen und es geht heute um die Leber. Und die Leber ist ein ganz großes Organ, also auch mit der Gallenblase zusammen und der Galle für den Fettstoffwechsel verantwortlich, baut eben Antibiotika ab, baut Alkohol ab, erzeugt Glucose. Ist ein wichtiges Organ und ich habe es ja schon im Video letzte Woche erwähnt. Bei der Leber geht es ja, also beim Körper generell, können wir gut ansetzen, weil wir durch den Körper auch in die feinstoffliche Ebene reinkommen können. Vielleicht kennst du ja so Bücher wie Krankheit als Weg oder Schicksal als Chance, die sich ja mit diesem Analogieprinzip beschäftigen. Analogie denken heißt einfach, ich nehme etwas und das steht dann für eine gewisse Information. Zum Beispiel, wenn du einen Körperteil hast, wir hatten letzte Woche die Zähne, da ging es um zum Beispiel durchbeißen, festbeißen oder den Biss verlieren. Ich bin ein bisschen so ein Leberfan, weil erstens einmal ist es ein sehr, sehr wichtiges Organ und zweitens mal ist da ganz viel möglich, wenn man die energetisch bearbeitet, weil ich immer merke, da kommt ganz viel in Bewegung bei Klienten. Einen kleinen Tipp für die Leber vorab möchte ich dir gleich geben. Mein Lieblingsleberreinigungs- und Heilmittel als Tipp ist der Mariendisteltee und der wirkt super gut. Kannst dich ja gerne beraten lassen, Mariendisteltee. Kannst auch in der Apotheke fragen oder einfach mal googeln. Und das ist eigentlich so mein Lieblingstee. Da mache ich immer so eine Leberkur einmal im Jahr. Da trinke ich dann für einen Monat einen Liter Tee von diesem Tee am Tag. Und da merke ich einfach, dass ich da ruhiger und frischer werde. Und da komme ich auch gleich zu einem wesentlichen Punkt von der Leber. Die Leber hat was mit gespeicherter Aggression zu tun zum Beispiel. Also die entgiftet ja, ist ein Entgiftungsorgan und die hat aber was zu tun auf der energetischen Ebene. Also die steht so für auch so ein bisschen Aggression und eben so Sachen, die man nicht so verdauen können. Etwas, das mich auch reizt. Ja? Du kennst ja vielleicht aus dem Volksmund die Sprichwörter, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen oder mir läuft gleich die Galle über. Ja, und das sind dann auch so Bilder, wo man sagt, das hat mit Wut zu tun. Und generell Wut, wenn man sich anschaut, wo die Leber sitzt, die sitzt ja auch so Höhe Solarplexus. Und Solarplexus ist jetzt vom Energetischen, von den Chakren her, das Zentrum, wo es um mich und die anderen geht, ich und die Umwelt. Das heißt, da kann man sagen, okay, das, was ich also aufnehme oder spüre an Emotionen aus dem Umfeld, aus der Umwelt, das ist etwas, das da die Leber auch belasten kann und wo es auch darum geht, dass man diese Belastungen möglichst loslassen. Gut, also heute reinigen wir mal die Leber und wir werden auch wieder mit Heilenergie beginnen und wer das Zahnvideo, die Zahnmeditation mitgemacht hat letzte Woche, der weiß, ich habe angefangen mit so einem Körperkontakt, einfach einmal, dass das Bewusstsein hingelenkt wird auf das Organ. Die Leber sitzt so auf deiner rechten Seite, also in etwa da so unterhalb, also da so Rippenbogen, so unterhalb. Und das ist ein ziemlich, ziemlich großes Organ, eben mit der Gallenblase zusammen. Hier wieder eine Hand auflegen, an die Seite, naja, zur Leber hin, wenn du das möchtest. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich da eh gut fokussieren drauf, dann brauchst du das natürlich nicht machen. Manche machen es halt gerne. Es ist einfach eine Stütze auch fürs Bewusstsein, dass ich immer wieder sage, okay, wo bin ich denn da? Also der rechte Seite, dahin arbeiten wir heute. Gut. Bei der Leber geht es natürlich viel auch ums Loslassen, um die Reinigung. Es ist ein Entgiftungsorgan und da sind auch oft ganz viel alte Gifte. Also es kann sein, dass während dieser Meditation, dass dir da ganz alte Bilder einfallen.
Vielleicht was aus der Jugend, aus der Kindheit, worüber du dich geärgert hast oder irgendein Arbeitskollege, Arbeitskollegin, die du schon Jahre nicht mehr gesehen hast, dass da was gespeichert ist, weil da oft so ganz, ganz alte Themen noch drinnen sind auf der Leber. Also das kann sein. Und wir werden natürlich schauen, dass das auch wieder sehr angenehm ist, also dass diese Heilungsmeditation heute wieder sehr, sehr rund, sehr sanft rennt und uns natürlich auch wieder alle Heilfrequenzen aus der geistigen Welt holen, weil die Idee ist ja, dass nichts auf der Erde verloren geht. Das heißt, alles Wissen über die Leber, auch vom Grundbauplan her, nehmen wir mal an, gibt es in der geistigen Welt. Und da möchte ich auch noch einmal ganz wichtig den Hinweis sagen, diese Meditation ist weder jetzt medizinisch gedacht, noch ersetzt sie einen Arztbesuch, noch rate ich dir davon ab, zu einem Arzt zu gehen, sondern das ist jetzt einfach eine Inspiration, das soll dich inspirieren, dich mit deinem Leben, deinem Körper auch auf der energetischen Ebene auseinanderzusetzen. Und du kannst wirklich alles, was erscheint hier auf Erden, als ein energetisches Bild nehmen und dich damit beschäftigen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig und wünsche dir jetzt auch bei dieser Reise, bei dieser Leberreise, einmal schöne Erkenntnisse und eine angenehme Meditation. Du kannst diese Meditationen natürlich auch wiederholen und immer wieder machen und ja. Schau dir es einfach mal an, wie es dir heute bei dieser Leberreise geht. Viel Freude damit. Und natürlich die Galle nicht vergessen. Gallenblase, Leber, das gehört jetzt da zusammen. Okay, dann setz dich einfach mal entspannt hin oder leg dich entspannt hin. Atme tief ein und aus und schließ mal deine Augen. Atme noch einmal tief ein. Und wieder aus. Achte darauf, dass deine gesamte Aufmerksamkeit jetzt nach innen fließt, zu deinem Körper fließt. Mach dir bewusst, wie viele Vorgänge in deinem Körper ganz selbstverständlich laufen, ohne dass du etwas dafür tun musst. Dein Herz pumpt das Blut ganz von selber durch deinen Körper. Der Stoffwechsel funktioniert ganz ohne dein Zutun. Und auch die Entgiftung deines Körpers läuft ganz von selbst. Und vielleicht hast du ja schon mal so Übungen gemacht, wo du sagst, na, ich muss mich jetzt von einem Gefühl reinigen oder von anderen reinigen, ausreinigen. Und dann überleg dir doch einfach mal, wenn dein Körper sich von selbst entgiftet, wieso glaubst du dann, dass das dein Energiefeld nicht auch von selber kann? Wenn dein Körper sich von selbst entgiftet, dann kann das auch dein Energiefeld. Und jetzt spür erst einmal, lass diese Information in dich einsinken. Und mit dieser Reise zu deiner Leber lösen wir jetzt mal alle Blockaden, die auf der Leberebene gespeichert sind, die verhindern, dass du dich von selbst entgiftest. Dein Körper genauso wie dein Energiefeld. Und Gift ist einfach mal etwas, das uns schwächt. Auf der körperlichen Ebene können das Lebensmittel sein, die uns nicht gut tun,
Natürlich auch Alkohol, der als Nervengift gilt. Und auf der energetischen Ebene wäre ein Pendant dazu zum Beispiel ein giftiger Gedanke. Also wenn wir etwas, zum Beispiel wenn wir uns ärgern oder neidig sein, das wären so giftige Gedanken, die uns dann auch schwächen und kränken und uns einfach kleiner machen, als wir eigentlich sind. Atme jetzt tief ein und wieder aus. Und wir wollen jetzt eben diese kleinen Giftzwerge, die wir in der Leber gespeichert haben, alte, kleine, grantige, übelgelaunte, schimpfende Giftzwerge, vielleicht eine ganze Giftzwergkolonie, die wollen wir heute mal aussiedeln aus der Leber. Und zu diesem Zweck bekommst du jetzt mal aus der energetischen Ebene der geistigen Welt einen Leberwickel. Und der ist jetzt gefüllt mit allem, was die Leber gut tut. Und das kriegst du jetzt richtig so rund um deinen Körper, um die Leber herumgelegt. Und in diesem Leberwickel, da fließen jetzt auch Heilfarben in deine Leber rein. Aber wie das oft so ist, mit Ärger und Groll, da hält man gerne dran fest, weil man das Gefühl hat, das ist ein berechtigter Zorn. Das ist ein berechtigter Zorn, den du da hast. Und deshalb bitte jetzt mal um Gnade und um Weichheit. Und wir nehmen jetzt das Bild her von Christus am Kreuz, wo er sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also bitte, Vater, vergib du ihnen, weil ich kann es nicht machen. Ich wurde verletzt, ich bin gekränkt, bitte vergib du ihnen, ich kann es nicht. Ich bitte also jetzt um deine Gnade. Nicht, weil es gerecht ist in meinen Augen, aber weil ich weiß, dass das Wesen von allem, was ist, die Gnade ist, die göttliche Liebe ist, unendliche Liebe ist. Und du spürst jetzt, wie diese Gnade, wie diese Liebe durch dein System fließt. Und vor allem auch durch deine Leber, durch deine Gallenblase, durch alle Gänge der Leber. Aber das ist keine Gnade, die du jetzt hast, die aus dir kommt, sondern eine, die du empfängst. Und vielleicht merkst du, dass sich irgendwann einmal jemand auch zu Recht über dich geärgert hat, aus der Sicht des anderen. Und in diesem Augenblick steigst du aus diesem Ärgerspiel, aus diesem Zornspiel aus. Egal, ob du dich mal ungerecht behandelt gefühlt hast, egal, ob du das Gefühl hast, dass dein Bruder oder deine Schwester bevorzugt wurden, egal, ob du das Gefühl hattest oder hast, dass alles fair in deiner Kindheit abgelaufen ist, dass alles fair im Arbeitsplatz abgelaufen ist, fair
in deiner Ex-Beziehung abgelaufen ist. Mit Ex-Partnern. All das reinigt sich jetzt aus deiner Leber. Und du spürst, dass deine Leber in ein strahlendes Licht getaucht wird, ein goldenes, aprikotfarbenes Licht. Und du spürst, dass deine Leber Zelle für Zelle, deine Leberzellen Zelle für Zelle immer heller werden. Und dass dort alles, was zu viel gespeichert ist, alte Dinge, die gespeichert sind, Medikamentenreste, Alkoholreste, Fett, Zucker, alles, was zu viel in der Leber ist, alles, was die Leber in ihrer optimalen Funktion einschränkt, all das wird jetzt entfernt. Und du spürst, wie deine Leber freier wird, leichter wird, immer klarer wird. Und es fließen jetzt alle Heilfrequenzen auf die Ebene deiner Leber ein. Die dieses Organ benötigt. Sämtliche Viren, sämtliche Bakterien, alles, was auf der Leber gespeichert ist, wird nun gereinigt und geheilt. Die Leber bekommt jetzt alle Frequenzen, die sie benötigt, um sich selbst zu regenerieren, selber wieder stark zu werden. Und du atmest tief ein und wieder aus. Und du spürst jetzt auch, dass auf der energetischen Ebene dein Solarplexus ist in der Höhe deines Magens gereinigt wird und Kleingeistigkeit, kleiner Ärger, Kleinkariertheit gelöst wird. Also es ist ein richtiger Auszug von den Giftzwergen aus deinem Solarplexus. Die marschieren da alle mit ihrem grantigen Gesicht und gehen irgendwo auf Urlaub, wo es ihnen gut geht, aber die kommen nicht mehr zurück zu dir. Und dort, wo sie hingehen, auf dieser Urlaubsinsel für Giftzwerge, geht es ihnen so gut, dass sie vergessen, giftig zu sein, und wieder nur Freude haben. Und du spürst jetzt, wie du freier wirst, wie du klarer wirst. Vielleicht hast du auch das Gefühl, tiefer durchatmen zu können. Und du spürst, wie diese Heilungsenergie durch deine Leber fließt, durch deine Gallenblase. Und du spürst jetzt, wie deine Entgiftung wieder optimal zu laufen beginnt. Vielleicht fühlst du dich auch wacher und frischer, weil jetzt diese alten Giftstoffe aus deinem System entsorgt wurden.
Atme jetzt noch mal tief ein und wieder aus und noch mal tief ein und wieder aus und spür jetzt, wie du ganz ruhig und stabil wirst, wie du klar bist, freier bist und freudvoller. Und wie sich jetzt auch in deinem Rücken noch einmal alte Emotionen aus der Leber lösen. Und von diesen alten Programmen, das können auch Familienprogramme sein. Vielleicht hat wer in deiner Familie mit Gallensteinen zu tun gehabt oder Gallenkoliken. Auch das wird jetzt entfernt, diese Familienprogramme. Und du spürst, dass deine Leber und Galle auf die höchstmögliche energetische Schwingung gebracht wurden. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Und spür jetzt mal eine Freude, eine Leichtigkeit. Und spür, dass du heute ein ganz, ganz großes Entgiftungsorgan wieder reaktiviert hast, geheilt hast. Spür, dass dein Solarplexus eine schöne Strahlkraft hat, dass da die alten Giftzwerge jetzt weg sind, alles, was deine Leber oder deine Gallenfunktion eingeschränkt hat, ist jetzt weg, hat dein System verlassen und eine tiefe Heilung und Zufriedenheit bleibt zurück. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt und atme einmal tief ein und wieder aus und tief ein und wieder aus. Und komm jetzt dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Streck dich mal durch, beweg deinen Körper. Bedank dich nochmal bei deinem Körper, bei den Selbstheilungskräften, bei der Inspiration der geistigen Welt. Und komm dann ganz ins Hier und Jetzt zurück und öffne deine Augen. Du kannst diese Meditation, diese Übung natürlich auch wiederholen, so oft du möchtest. Das kannst du mit grundsätzlich allen Meditationen machen. Ich möchte abschließend jetzt nochmal erwähnen, mein Bereich, wo ich arbeite als Energetiker, ist der feinstoffliche Bereich und hat nichts mit dem medizinischen, körperlichen Bereich zu tun. Dann geht es mir immer um die energetische Information, die hinter diesen Organen steckt. Also ich bin kein Arzt und diese Meditationen sollen auch keinen Arztbesuch ersetzen, sondern sind dazu gedacht, dich zu inspirieren und dich in deine Selbstheilungskräfte zu führen. Und Selbstheilungskräfte heißt einfach für mich, dass man sich wieder in die eigene Mitte einschwingt und merkt, dass man das eigene Leben gut meistern kann und aus jeder Situation auch einen Weg rausfindet. Ich bin Oliver Ereni
Und wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte ich dich um einen Daumen hoch oder abonniere den Kanal, teile es. Wenn du jemanden kennst, der Dispositionen mit der Leber hat, bitte einfach teilen. Vielleicht hilft es ja auch wem anderen. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Denk dran, RNI bringt Energie. Alles Gute für dich. Tschüss.